Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast an einem herrlichen Frühjahrstag im Dullner Feld beim Herrn Pfiel von der Firma Rohkraft. Können Sie mal kurz beschreiben, was diese Firma alles abdeckt und was Sie alles machen? Ja, mein Name ist Karl Pfiel. Ich bin so quasi klassisch der Bauer hier auf dem Betrieb, der vor 40 Jahren mein Vater begonnen hat mit klassischer Getreideanbau, Tierhaltung und so weiter. Und für mich war es dann 2000, wie ich eingestiegen bin, eigentlich schon die Frage, was hat noch Sinn für die Zukunft? Und das war für mich die Energie, die erneuerbare Energie schon vor 20 Jahren und haben hier auf dem Standort auch eine Wärmeversorgung, Stromversorgung für die ganze Umgebung hier. Und aus dem heraus hat sich dann der Betrieb entwickelt, wegen dem wir heute hier sind, das ist die Firma Spirolix, die aus einer Alge, aus einer ganz speziellen Alge, ein Nahrungsergänzungsmittel herstellt und auch Nahrungsergänzung. Und hier wollen wir in den Markt reinsteigen, um interessante Lebensmittel herzustellen, die jene Leute, so hoffen wir, zumindest dann konsumieren, die dann im nächsten Jahrhundert leben, ja, auch jetzt schon. Also ein niederösterreichischer Bauer, der Algen herstellt. Genau, so wenn man das kann man schon stehen lassen, das sind schon viele Fragen wahrscheinlich offen. Ja. Die erste Frage, wenn man also aus der traditionellen Schweinehaltung und Getreideerzeugung und dann Energieproduktion kommt, wo ist dann der Punkt gewesen, dass man gesagt hat, okay, jetzt sind es die Algen als nächster Schritt? Weil das klingt ja alles noch immer weiterer Innovation, ja, oder? Also irgendwo war ein Punkt erreicht, wo mehr keinen Sinn ergibt, sondern nur in der Neuheit, in der Innovation. Ja. Das war für mich immer so die Antriebsfeder. Also was kann man mit der Natur, in der Natur machen, was aber in der Zukunft gefragt sein wird? Und hier sind durchaus Visionen gefragt, ja, wo ich hoffe, dass es keine Illusionen bleiben, sondern dann irgendwann in 20 Jahren auch Realität wird, ja, und sagen, okay, waren wir froh, dass man hier einen neuen Pfad beschritten ist, weil so nur auf neuen, also aufgetretenen Pfaden kann man keine neuen Gebiete entdecken. Das ist immer so das Motto. Also mein klassisches Motto ist immer Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Das ist so nicht das Motto. Ja. Also immer so eine Gratwanderung an, ja, was macht der Verrückte? Ja, und für mich war es immer wichtig, das mit Wissenschaft zu hinterlegen. Wir haben sehr viele Kooperationen mit den Unis in der Umgebung und das war für mich wichtig, so als Leitpfad. Ist es auch richtig, wo wir jetzt in Zukunft hingehen? Und warum genau die Alge? Die Alge deswegen, weil wir 2015 schon 15 Jahre Forschung auf erneuerbare Energie involviert waren. Und hier war 2015 schon das Thema, da war so eine Spritknappheit, Treibstoff. Und da waren die Algen so die High-Hanging Fruit. Ja, da kann man günstig Sprit herstellen, ja. Weil man... Ah, okay. Und der Hintergrund ist ja der, dass Algen ja grundsätzlich 30 Mal produktiver sind als wie Landpflanzen. Das heißt, man kann auf einer 30 Mal kleineren Fläche die gleiche Energiemenge herstellen. Ja. Und das war auch der Grund, wie wir dann 2015 dieses Forschungsglashaus hier errichtet haben. Mit dem Hintergrund zu erforschen, wie kann man diese Alge, die spezielle Alge, herstellen? Was brauchen die dazu? Es kursierten nämlich viele Zahlen, ja, was kostet das, welche Technologie braucht man, wie teuer ist es, wie viel kann man herstellen, in welcher Zeit? Und das konnte niemand zufriedenstellend beantworten. Und so haben wir dann 2015 das hier gebaut. Und das war auch zugleich der Startschuss mit meinem Partner, der Elad, der aus Israel kommt, hat dieses Forschungsglas aus hier 3 Jahre lang geleitet. Nach 3 Jahren haben wir gesagt, so, Forschen ist gut, aber jetzt müssen wir was umsetzen, weil wir sind ja nur Forscher, wir wollen auch etwas bewegen. Und so haben wir die Spirulina-Alge, die eine ganz spezielle Alge ist, die viele schon vor 20, 30, 40 Jahren kannten und bis heute nehmen, weil sie viele wertvolle Nährstoffe enthält. Sagen wir, das wäre doch super, wenn wir das in Österreich herstellen könnten, weil das kommt ja vorwiegend aus Asien oder so unbekannten Regionen für uns. Und das ist bis heute unser Spannungsfeld, weil das ist unser Grundstoff, die Spirulina-Alge, die wir in hoher Qualität herstellen. Wir sind auch die einzigen, ich glaube, als europaweit, die nach einem International Food Standard das herstellt, was wichtig ist für uns, hier sehr professionell zu sein, weil wir es nicht so wie nur ein Bauer verkauft irgendwas ab Hof, ja, sondern wir wollen hier professionelle Partner sein, forschungsbasierend, aber dann mit potenziellen Partnern, die natürlich die Produktsicherheit brauchen, die den ganzen Background brauchen, damit es quasi auch fachlich passt und dann
stellen wir neue Lebensmittel her. Und Lebensmittel sollen diejenigen sein, wo wir glauben, dass dieses Segment wachsen wird. Und es sind gesundheitsbewusste, ernährungsbewusste Leute und natürlich auch zunehmend, so wie es jetzt ist, Veganer, Vegetarier. Was haben die Nachbarn zu den Algen? Also direkt hier haben wir keine Nachbarn. Aber also die Gemeinde wird ja mitkriegen, dass es hier Algenerzeugung gibt. Naja, es war so, die Gemeinde habe ich in dem Sinn nicht gefragt, weil es war ja schon spannend, wie wir die erneuerbare Energie hier integriert haben. Ja, wir versorgen ja die ganze Gemeinde mit erneuerbarer Energie, mit Wärme und Strom, was heute sehr gefragt ist. Und zu der Zeit war die Diskussion eigentlich größer, ja, wo die gesagt haben, naja, was macht ihr da, geht das überhaupt und so. Und dann waren wir so tief in der Forschung drinnen, dass wir uns einfach so sicher sind, und wir können auch niemanden fragen, ob es gescheit ist oder nicht. Ja? Also ich glaube, dass die Gemeinde oder auch die Nachbarn das so sehen, dass sie stolz auf uns sind. Weil wir hier was Neues, zumindest hat man noch keiner das Gegenteil gesagt, dass das ein Blödsinn sein sollte, was wir hier herstellen. Ist jeder stolz, dass es in der Gemeinde passiert, dass es cool, was ihr da macht. Ja? Und dieses Wissen, ja, Algen in Österreich war, ja, man glaubt vielleicht Algen, assoziiert man mit Algen im Pool oder so, ja. Die typischen Österreicher. Oder asiatisches Österreicher. Essen zum oder Beispiel. Oder Sushi, ja, oder sowas, ja, genau. Ja. Aber relativ schnell wird klar, dass das sowas Spezielles ist. Ja. Und dass hier die Innovation im Vordergrund steht. Ja. Wir haben ja auch sehr tolle Partner, die gemeinsam mit uns neue Rezepturen entwickeln. Wir machen ja mehrere Produkte, nicht nur das Ausgangsprodukt. Das ist das Wichtigste eigentlich, das Spirulina-Algen zu 100%. Und diese Qualität versuchen wir dann, neue Nahrungsmittel oder Ergänzung oder Nahrungsergänzung zu entwickeln, wo man sagt, das schmeckt auch dem Österreicher und der Österreicherin. Also nicht das unbedingt sowohl als auch. Das ist eigentlich immer so mein Credo, es gibt nur Schwarz-Weiß. Für mich ist immer so der Paracelsus ein Parameter. Ja. Die Dosis macht das Gift und das ist wie überall so. Also, dann würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt einmal an, oder? Ja, wir stehen schon davor. Das war schon das erwähnte Forschungsglashaus. Hier sieht man, das haben wir komplett selbst designt sozusagen, ausgestattet mit jeder Menge Technik, vollautomatisiert, von uns mit erneuerbarer Energie beheizt. Aber Produktion. Ja, aber grundsätzlich brauchen die Algen ja nur Sonnenlicht, die ja heute zur Genüge da ist, und auch CO2. Also die veratmen das, was jetzt so quasi auch vom Planeten auch weg soll, ja, verwendet werden soll. Ja. Das heißt, ist ein bisschen wie die Moore, oder? Von denen kennt man es auch, dass die sehr viel CO2 aufnehmen. Ja, die Moore speichern ja das CO2. Mhm. Und so wie es hier ist, braucht die Alge das zum Wachsen, ja? Das CO2. Also Temperatur, Sonne und Wärme. Mhm. Wie viel Grad hat es da drinnen in dem Glashaus? Also jetzt wird es wahrscheinlich, schätze ich mal, fast 40 Grad drinnen haben. Ui, wow. Sehr also warm. Ist sehr effizient. Ja, und man sieht da so, schaut aus wie die Schaufeln von so einem Schaufelraddampfer, irgendwie, was sich da dreht. Was ist das genau? Ja, also wir können da reinschauen. Man sieht da die schöne grüne Farbe. Übrigens, die grüne Farbe kommt vom Chlorophyll in der Alge. Also das, was auch sehr viele jetzt schätzen als, müssen wir kurz, jetzt kommt ein Düngertransport aus der Landwirtschaft. Servus Karl. Das ist die erwähnte Kreislaufwirtschaft. Ja, also wir düngen auch mit organischen Dünger. Wir brauchen keinen synthetisch hergestellten Dünger, sondern wir machen das mit Organik. Und das ist für uns auch so, das taugt mir so, weil die Kreisläufe geschlossen werden und alles so in die Natur, aus der Natur fließt. Das heißt ja Biobetrieb? Bio können wir nicht sein, weil speziell für die Alge in Österreich gibt es in ganz Europa eigentlich keine Definition für Bio, weil die Nährstoffe, die wir verwenden, nicht für Bio zertifiziert sind. Ja? Das heißt, das ist weltweit das Gleiche. Das Bio in dieser Alge gibt es nur aus Asien, nur deswegen, weil in Asien man fast jedes Zertifikat bekommt. Ja? Aber in Europa darf keine oder kann keine und wird keine Alge im Bio hergestellt, was hier kein Kriterium ist, weil ja hier nichts hinzugefügt wird. Ja? Das ist ja nur Sonnenlicht und die Alge selbst ist durch Teilung vermehrt. Es gibt einfach keine Kategorie dafür. Genau. Mhm. Also ist eigentlich ein administratives Problem. Lebt die Alge jetzt in Süßwasser oder in Salzwasser? In gesalzenem Wasser. In gesalzenem Wasser. Ja, und das ist auch interessant, weil diese Spirulina-Alge ist eigentlich keine Alge, sondern ein Cyanobakterium. Und jenes Cyanobakterium, das als erstes auf diesem Planeten war, also das, was in der Ursuppe geschwommen ist, woraus das Leben entstanden ist, war genau das hier. Genau das Cyanobakterium, die Spirulina heißt. Und die heißt deswegen Spirulina, weil die Alge, das Cyanobakterium 0,2 mm groß ist, wenn es fertig ist. Und wenn man es im Mikroskop anschaut, ist es so gedreht, wie eine Spirale. Mhm. Wie eine DNA. Ja, ist eine Helix und das ist quasi eine Spirale. Ja. Ja. Und das deswegen Spirulina und unser Name Spirulix kommt von daher, von den Spiru, von Spirulina.
Und das Lix kommt vom Miracolix. Ja? Also wir haben ja vorher erwähnt, wir designen ja neue Produkte, die wir uns einfallen lassen, neue Rezepturen, die wir mit weiteren wichtigen Nährstoffen vermischen und hier vom Müsli Cracker auch Schokolade machen, wo ich denke, dass das die Leute auch essen, weil es schmeckt und nicht, weil es gesund ist. Ja? Weil oft ist ja gesundes Essen assoziiert mit nicht unbedingt schmeckt unbedingt. Und unser Credo ist auch, wir wollen es herstellen, was gesund ist und auch gut schmeckt. Das heißt, durch die Form und durch die Verarbeitung oder die Zusammenstellung quasi jemanden einladen und überzeugen davon, ja, aber oder? Auch, aber auch ganz wichtig ist auch die Herstellung. Also Algen, die aus Asien kommen, haben einen typisch sehr starken Fischgeschmack. Und das ist das, was viele Leute kennen, weil viele Leute kennen die Spirulina von den Tabletten, ja, die es bis jetzt gab. Und die sind halt wirklich dafür bekannt, dass sie gut schmecken. Ja, sondern die wirft sich jeder ein, weil er glaubt oder vermutet, dass es seiner Gesundheit gut tut. Aber unser Motto ist auch kill the pill. Ja. Wir wollen jetzt nicht die Leute verführen, dass sie Tabletten nehmen, damit sie gesund bleiben. Ja. Sondern sie sollen sich gesund ernähren, damit sie gesund bleiben. Gut, dann schauen wir mal rein zu den Algen, wenn das möglich ist. Ja, wir können gerne hier reinschauen, wo die Algen gezüchtet werden. Die werden nämlich mittlerweile schon echte Rädlinge-Algen, weil diese Spirulina grundsätzlich, ja, habe ich einen Vergleich, wie mit Menschen auf dem Planeten schauen auch nicht alle gleich aus, sondern je nach Region unterschiedlich. Ja. Und diese Alge, die wir hier haben, ist schon für uns gezüchtet, für unseren Standort. Wir müssen jetzt hier, da ist es ein bisschen windig jetzt. Wir müssen nur auf die Tür aufpassen, weil bei dem Wind, hallo, wir müssen kurz einen Blick reinwerfen in die, als ist nichts mehr drin. Ne? Das ist die Katharina, unsere Produktionsleiterin, die Biologin. Wir stören kurz. Die leitet den Betrieb hier und das sind ihre Babys sozusagen. Ah, ja. Dürfen die Babys kurz anschauen? Bitte sehr, könnt ihr gerne näher treten. Also hier schaut es aus klassisch wie in ein Labor. Das ist das Herz, eigentlich das grüne Herz unseres Betriebes. Man sieht hier die Glasflaschen, wo es so richtig blubbert, wo man sie so, das man eh kennt aus den diversen. Es schaut ein bisschen aus wie bei Miracolix. Genau, also ja, das sieht man nur im Miracolix nicht. Ja. Hier wird die junge Alge herangezüchtet. Genau. In diesen Gläsern. Genau, also vielleicht Katharina, willst du was erzählen? Wie es wird? Du magst das eigentlich. Ja, also wir haben eigentlich nur kleinere Kolben, also da sind nur 250 Milliliter drinnen. Und wenn die dicht genug sind, werden die einfach aufgeteilt. Also aus einem werden zwei, aus zwei, vier und so weiter und so fort. Und wenn wir genug haben, dann können wir die größeren Kolben starten. Und aus den größeren Kolben kommen dann Sleepbags heißen, aber die haben wir derzeit nicht. Das sind so Schlauchbeutel, die werden da der Länge noch aufgehängt. Und diese, also Kolben, wir müssen es nur beschreiben für unsere Hörer, weil die sehen sie nicht. Kolben sind diese großen Glasflaschen, da blubbert es drinnen. Wie lange ist diese Flüssigkeit mit den Algen in diesen Kolben drinnen? Wenn die Konditionen alle passen, dann ungefähr 1 bis 2 Wochen. 1 bis 2 Wochen, okay, genau. Das ist ja eine relativ kurze Wachstumszeit, oder? Also ich hab keinen Vergleich, aber es geht schnell, oder? Also jetzt im Sommer geht es eigentlich täglich. Ja? Also das ist direkt proportional eigentlich zur Temperatur, zum Sonnenlicht. Also die wachsen auch nur im Sonnenlicht und deswegen produzieren wir auch nur in den Monaten von März bis November in etwa. Das ist keine Ganzjahresproduktion. Nein, weil wir nicht jetzt die Natur vergewaltigen wollen und so quasi am Nordpol Bananen züchten wollen, ja? Sondern wir wollen ja so weit wie möglich im Kreis auf der Natur arbeiten. Wir haben da so viel Technik, wie wir unbedingt benötigen. Also wir wollen die Technik im Hintergrund halten. Ja. Sehr wichtig Laborarbeit, weil wir auch hier zum Beispiel diese Spirulina, diese schöne grüne Flüssigkeit, wenn man das anschaut im Mikroskop, sieht man genau die Form, die spiralförmige Form. Und das ist auch wichtig, weil hier erkennt dann die Katharina auch das Wohlbefinden der Algen. Ja. Das ist wirklich so. Mein Vergleich ist immer, wenn man Haustier zu Hause hat, da weiß man auch beim Hinschauen, wie die Ohren stehen, ja, wie geht es dem Tier? Und das ist hier das Gleiche. Also wenn das nicht so schön spiralförmig ist, sondern gerade Teile drinnen sind oder wie eine Stange ist, ja, dann sind sie gestresst. Ja. Okay. Und das ist das Spannende für mich. Es ist nicht wie in einer Lackfabrik, ja, wo man grüne Farbe vermehrt, sondern es ist wirklich ein Lebewesen. Ja. Und, was stresst eine Alge zum Beispiel? Temperaturschwankungen, also Schwankungen der Umgebungsbedingungen, Luftdruck und so weiter. Das ist wie so in der Natur ist. Also wenn man sagt, man ist wetterfühlig, ja, und es geht einem schlechter, dann ist es auch bei den Algen so. Und darum ist es auch nicht so, 1 und 1 ist 2, sondern 1 und 1 kann 0,5 oder auch 2 sein, ja, in dem Fall. Und das ist das Interessante für mich als Bauer, auch wenn es hier ein anderes Niveau ist, man braucht ein Gefühl dafür. Und so auf diesem Betrieb, hier zum Beispiel bei der Produktion, arbeiten auch nur Damen. Also, damit sich die Algen wohlfühlen.
Ja, also sie haben einfach, das ist so eine 0815-Arbeit. Ja. Das ist wirklich, ja. wenn sie jetzt reinkommen, wo wir jetzt nachher hingehen in die Produktion, sieht man schon an der Farbe am Morgen, wie geht es den Algen. Ja. Und man sieht auch, wenn ein schönes Sonnenlicht ist wie heute, dann ist ein ungleich schnelleres Wachstum, wie wenn es Regenwetter oder bewölkt wäre. Und das kann man erkennen und da muss man auch die Betreuung der Algen danach richten. Ja. Das ist wirklich eine Interaktion mit einem Lebewesen, das man aber nicht als Lebewesen identifiziert, aber eins ist. Wie viele Personen arbeiten hier? Hier in der Standort sind 5. Und die erste Alge, also das Ganze hat angefangen mit einem Glasl, da waren ein paar Algen drinnen. Ja, richtig, genau. Ja. Also so, mich erinnert das an Sauerteig irgendwie. Ja. Ständige Vermehrung, oder? Ja, aber auch diese Art, die wir jetzt schon gezüchtet haben, ist adaptiert an unseren Standort. Ja. Wir haben die Alge ursprünglich aus Israel, vom Elad, von meinem Partner. Ja. Ja. Das heißt, da ist die Genetik irgendwie beeinflusst worden, so dass sie hier überhaupt wachsen kann? Oder nein, oder das nicht. Die Genetik jetzt nicht, aber es wird sich halt, also die Alge hat sich angepasst an das Wetter. Es ist wie wenn uns ein Mensch jetzt aus, sage ich mal, Spanien an den Nordpol zieht, er passt sich halt dann an. Also muss die Wärme anziehen, muss andere Sachen vielleicht essen. Mhm. Und so wird dann auch die Alge auf unseren Standort, durch das, dass ja die viele Generationen hat, also einmal teilen, dann wieder 2 Generationen. Mhm. Durch das passt sich die Alge dann an den Standort an. Und deshalb können wir auch über den Winter mit ein bisschen Wärme zuführen, die Algen überleben lassen. Aber das heißt, die Alge hat sich durch die Übersiedlung von Israel nach Österreich akklimatisiert, genau, quasi. Genau. Und das haben wir auch unterstützt und vermehrt. Da haben wir einen Stamm aufgebaut, ja, den wir über den Winter halten, so wie hier, mit erneuerbarer Energie beheizen. Winterfest werden. Ja. Und jetzt gerade sind wir in einer Phase, auch wenn das erste Becken quasi ausgesetzt. Ja. Wir haben gesagt, wenn man einen jungen Fisch aussetzt, ist das ja auch so. Wir werden noch rübergehen, das ist erst seit dieser Woche eigentlich erst. Ja. Oder letzte Woche haben wir begonnen, quasi in größeren Volumen die Algen herzustellen, okay, weil sie dann dort schon überleben können. Ja. Mhm. Weil sonst kann man, wenn die Bedingungen nicht so optimal werden und man setzt sie rein, ist es wie wenn ein Baby, ein Neugeborenes, in einen großen Raum reingibt. Die kann dann noch sterben. Ja, genau. Ja. Und das ist auch hier so. Ja. Diese Produktion ist nicht jetzt gegeben, ja, was hinten rauskommt, ja, was der Jahresproduktion ist, sondern ganz maßgeblich, wie gut kennen wir die Alge, wie sind die Bedingungen, wie können wir das unterstützen und möglichst gut lösen, ja, für beide, ja, wie sie sich wohlfühlen. Je wohler sie sich fühlen, umso mehr können wir auch ernten. Und das ist erst über die Jahre aufgebaut, das Know-how. Ja. Deswegen ist auch sehr, sehr, sehr viel Know-how notwendig. Ja. Mhm. Gehen wir rüber zu den Algen. Ja. Interessant ist, dass die empfindlicher sind, als ich gedacht hätte, die Algen. Ich habe gedacht, die Algen wachsen, egal was ist, aber das scheint eher das eine spezielle Angelegenheit zu sein. Ja. Also man kann auch sagen, es gibt ja, es gibt nämlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt nämlich 100.000 verschiedene Algen. Und die sind je nachdem von sehr nährstoffreich, wie die Spirulina-Alge, bis zu sehr proteinreich oder eben auch sehr fett- oder ölhaltig. Ja. Und das war auch der Grund für die Treibstoffproduktion zum Beispiel. Ja. Und das ist auch die ganze Bandbreite. Und so haben wir fokussiert auf eine spezielle Art, die dafür bekannt ist, dass sie eben sehr nährstoffreich ist, weil wir diese Funktionalität der Nährstoffe kombinieren mit neuen Produkten. Das ist immer die Idee. Also das in hoher Qualität mit neuen Rohstoffen, neues Lebensmittel draus machen. Ne? Das ist so quasi unser Credo. Und wenn wir Sprit brauchen, nehmen wir uns eine andere Alge. Na, also ich würde sagen, wir sind nicht prädestiniert in Österreich, Riesenmengen von irgendetwas herzustellen. Ja? Wir sollten uns fokussieren auf Qualität, auf Know-how und das in kleinen Dosis zu einem vernünftigen Preis herzustellen, ja, und nicht erst immer billiger, immer mehr herzustellen. Das funktioniert in Österreich mit sehr wenig Dingen, glaube ich. Wie groß ist das Volumen der Algenproduktion hier, wenn wir gerade schon bei den Mengen sind? Also das beginnt in wenigen Millilitern in der Glasflasche, geht dann zu mehreren Kubikmetern hier in den Forschungsstandort, wo wir quasi jetzt überwintern. Und hier geht es dann hier in so Einheiten zu 60 Kubikmeter, je 60 Kubikmeter, wo wir auch heuer erste Produktion ausgeweitet haben. Wir haben ja klein begonnen und haben erst heuer durch die Show 2 Millionen die Produktion ausgebaut und müssen uns hier etablieren. Wir müssen auch die Menge auch herstellen können, wenn diese Becken, ist ja nicht gegeben, dass es funktioniert, ja, plötzlich dann nichts rauskommt, weil die Algen das nicht überleben, ja, müssen wieder von neu beginnen, dann können wir nichts herstellen. Ja. Und diese Menge ist ja dafür gedacht, dass wir sie auch verkaufen können. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann es ist immer so quasi, wir sind immer in der Vorlage, ja. Aber es ist nicht so größenwahnsinnig zu sein, jetzt erobern wir die Welt. Ja. Das wollen wir schon, aber es ist nicht gleich in einem Jahr. Ja. Dann schauen wir uns einmal die Produktion an. Gerne. Danke. Tschüss. Vielen Dank.
Wir können zuerst jetzt reingehen in die Produktion. Ist das Prozess 1, 2, 3? Also hier oder ist das nur 1, ja schon, 1, 2 im Winter, ja, Start. Ja. Dann wird das quasi nur auf Sparflamme gehalten oder vielleicht geforscht, ja, neuen Algen. Weil beim Winter haben wir genug, wo man quasi, wenn, ist ja aufgeteilt in mehrere Becken, und wenn ein Becken quasi schief gehen würde, haben Sie noch zwei, dann haben wir noch zwei, können wir wieder von vorne beginnen sozusagen. Okay. Ja. Und erst dann, über den Winter, brauchen wir dann das. Und ist es auch passiert, dass das Becken kaputt gegangen sind? Leider ja, natürlich. Das ist eine ganz, ganz normale Erfahrung. Weil wenn man mit etwas beginnt, dann hat man auch nicht das Wissen. Auch, es ist auch immer unterschiedlich. Da gibt es kein Lehrbuch, keine Bedienungsanleitung, wie es funktioniert. Deswegen sind wir auch sehr sicher, dass es hier nicht so schnell weltweit Konkurrenz geben wird, weil es doch ein Haus ist, das man aufbaut. Ja? Und diese Prozesse muss man auch überleben dann wirtschaftlich. Ja? Sind Sie der Einzige in Österreich, der Algen... Nein, züchtet? Nicht. Es hat eine Firma gegeben, schon lange, aber die hat anderes System verwendet und die Firma gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber das, wo wir die Einzigen sind, wir sind sozusagen eine Algenfarm, die sehr naturnah produziert. Wir sind jetzt nicht, wo wir stolz sind auf die Technik. Ja? Wir wollen nur so viel Technik verwenden, wie die Algen auch brauchen, damit sie zu einem hohen Standard hergestellt werden können. Der Rest wollen wir auf Low-Tech belassen, weil unser Know-how eigentlich in der Analytik liegt, beziehungsweise auch in der Kreation von neuen Rezepturen und auch wie man die Produkte nähen. Ja, die gibt es ja noch nicht, die müssen wir quasi auch erfinden. Ja. Wir müssen die Zielgruppe treffen, weil sonst kauft es ja niemand. Wie verkauft ihr momentan eure Algenerzeugnisse? Also ich würde sagen, wie wir begonnen haben, zu 90% über einen Online-Webshop auf spiroleaks.at. Und seit der Show 2 Minuten 2 Millionen sind wir mit den Müslis auch in den Regalen, also Billa und Billa Plus zum Beispiel. Ja, und wir sind jetzt gerade auf dem Sprung nach Deutschland, weil das natürlich, aber wir wollen in Österreich lernen, ja, weil es hat ja wenig Sinn, gleich irgendwo nach Deutschland zu gehen, wo der Markt zwar groß ist, ja, wenn du hier aber Fehler begehst, dann können die so teuer sein, dass du das nicht überlebst. Ja. Deswegen schon sehr visionär und auch mein Partner kommt aus Israel und die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie sich nichts trauen, ja. Also ich auch nicht, aber die haben halt, also die Kombination ist toll. Also der Ella zum Beispiel hat, die wollen gleich die ganze Welt irgendwo mit dem Markt erobern. Ja. Ich sage, okay, bleiben wir mal in Österreich, ja, das dazwischen, irgendwo finden wir dann eine Lösung. Und dann verzehnfachen wir nach Deutschland. Ne? Genau, ja, aber so einfach ist es nicht. Ja. Wir kommen später noch, hier ist die Verarbeitung der Biomasse. Also Schritt wäre als erstes Labor, Überwinterung, hier Produktion und dann die Ernte, die tägliche Ernte. Verarbeitung findet dann hier in diesen Räumen statt. Da kommen wir dann als nächstes. Also man merkt hier, wir beginnen hier, nämlich also unsere Mitarbeiterinnen beginnen hier im Sommer, wir können hier reingehen, im Sommer schon um 5 Uhr morgens, weil man es dann hier ab 10 Uhr, 11 Uhr vormittags nicht mehr aushält, ja, weil es so heiß ist. Es wird schon sehr warm, genau. Wir gehen da gerade rein. Was hat es da jetzt? 30 Grad vielleicht? Oder mehr. Mehr? Also, warm. Sicher 7, 38 Grad oder mehr. Und das ist auch der Grund, dass wir sehr früh beginnen müssen, weil hier täglich eine Ernte stattfindet. Also im Hochsommer. So schnell wachsen die. Also man sieht hier sind die Becken natürlich schon viel größer. Ja. Ganz schöne grüne Bahnen, ja, die ganz langsam die Bahnen ziehen. Wichtig ist, dass es immer schön durchmischt ist, weil ja jede Alge will das Sonnenlicht sehen. Ja. Weil nur das animiert zum Wachsen. Und sozusagen ist das schon das erste Becken für heuer. Das geht relativ rasch. Das erkennt man dann daran, dass die schöne, also erst einmal sieht man jetzt wirklich schöne grüne Farbe. Und durch Teilung vermehren sich die Algen sehr schnell unter den jetzigen Bedingungen. Das erkennt man daran, dass es immer dunkler wird. Und dann muss man den richtigen Zeitpunkt finden, die Algen sozusagen zu ernten, ja, beziehungsweise dann wären zu viele drin, die würden sich gegenseitig beschadigen. Sie können aber nicht bei der Ernte können Sie nicht das komplette Becken ernten. Es funktioniert natürlich auch so, dieser Inhalt wird jetzt nicht rausgenommen und sozusagen für die Produktion verwendet, sondern es wird nur, man kann sich vorstellen, wie beim Abfischen. Ja. Wir haben hier so Membranpumpen, spezielle Pumpen, wo die Flüssigkeit, die Alge angesaugt wird. Das wird gepumpt über, wie man hier sieht, Erntevorrichtungen, die wir selbst gebaut haben. Das sind ganz feine Netze, ganz engmaschige Netze, damit die erwachsenen Algen oben hängen bleiben am Filtertuch. Und das sieht man daran, dass es eine ganz schöne grüne Paste ist. Mhm. Und die wird dann in einigen Stunden, ja, dauert das, über dieses Filtertuch geführt, bleiben hängen, mit einem Schieber wird das abgezogen, ja, in einen Behälter rein. Das ist quasi ein Kühlbrett von hier. Ja.
Und dieser Kübel wird dann zur Presse gebracht und wird nur das restliche Wasser quasi rausgepresst. Ja, aber sehr schonend, damit man die Alge nicht zerquetscht. Wie wir gesagt vorher, die ist so schön spiralförmig. Mhm. Ja. Und das wollen wir halten. Das soll sie auch bleiben. Also mein Vergleich ist immer der, jetzt hat man Karotte aus dem eigenen Garten, man nimmt sie jetzt frisch raus, beißt ab. Ja, hat man die Nährstoffe. Wenn man jetzt die Karotte nimmt, man zerschneidet sie, friert sie ein, dauert sie auf und alles Mögliche, dann hat man zwar noch orange Masse, aber sicher nicht mehr die Inhaltsstoffe. Und das ist auch hier so, ja. Mhm. Deswegen wollen wir auch die Produktion sehr vielen Leuten zeigen, weil sie dann verstehen, was der Unterschied ist zwischen der Spirulina, die aus Asien kommt, und zwischen hier in Österreich bei uns hergestellt, ja. Weil das immer, also die manuelle Arbeit hier stellt sicher, dass eine hohe Qualität geerntet wird. Und vorher erwähnt, es wird das Wasser ganz schonend, wird nicht so viel Druck entfernt. Da hat man schon so eine Paste, das ist dann so wie ein schönes Plastilin, so, ja. Und das wird dann am selben Tag noch in die Verarbeitungsräume gebracht, die wir uns nachher anschauen. Also, Ursula, enorm heiß, gell? Es ist sehr, sehr heiß. Warm, also, ja. Ich lieb's, aber es ist auf Dauer mit dem Wintergewand sehr, sehr heiß. Unsere Dame würde sagen, es ist noch nicht heiß. Ja. Nein, ich verstehe nur, wenn sie jetzt im März und wir haben keine argen Außentemperaturen schon so aufheizt, kann man nur erahnen, wie es im Sommer sagen, ist. Aber es wird nicht beheizt, ja? Das ist alles die Natur. Das sind spezielle Folien, Folientunnel, der nur die richtige Wellenlänge des Licht durchlässt, was die Algen brauchen. Ja? Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das nicht extrem energieintensiv ist, wo Sie sagen, dass es nicht beheizt wird hier. Nein, wird nicht beheizt. Ne? Wird nicht beheizt, brauchen wir auch nicht. Ja? Es wird nur, jetzt hier wird schon beheizt. Man sieht, wir haben auch hier, das ist aber schon Teil der Erweiterung, weil wir hier unser Winterquartier hatten, ja? Also quasi, wo wir vorher waren. Ja? Jetzt haben wir die Produktion verdreifacht heuer. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein größeres Winterquartier. Und das ist dann hier, weil es ist ja auch, es gibt jetzt auch noch kalte Nächte. Und Sie heizen mit der Abwärme von der eigenen Energieerzeugung? Genau, und so wie es jetzt ist, bis wirklich auch in der Nacht, ich sage mal im April, ja, auch die Bedingungen so sind, dass auch nachts über es warm ist, also zumindest nicht Minusgrade hat. Ja. Das heißt, Sie gleichen in der Nacht mit extra Wärme aus, aber untertags macht es die Sonne allein. Richtig, genau. Und das ist jetzt nur hier, damit wir schneller starten können. Wir wollen einfach keine Zeit dann verschwenden, dass wir auch die großen Becken dann sehr rasch im April beginnen können mit der Produktion. Und das kompensieren wir hier mit einem Winterquartier, wo wir in der Nacht beheizen und dann die Heizung sich automatisch wieder abstellt, weil natürlich viel mehr Wärme von der Sonne kommt. Mhm. Und das ist so für mich faszinierend, weil einfach hier merkt man die Energie der Sonne. Ja? Und das ist das, was auch in der Alge ist. Und das fasziniert mich so an der Landwirtschaft, weil die Energie, die schaut so still aus. Ja? Da ist aber so viel Energie drinnen, die man sonst nicht merkt. Wird einfach umgewandelt. Ja? Sonnenenergie wird hier gespeichert. Und das wollen wir halten bis zum Produkt beim Konsumenten oder der Konsumentin. Was für ein Salz geben Sie da eigentlich hinein? Das ist Meersalz. Meersalz. Mhm. Es muss Meersalz sein, das merken die alle. Es ist ein spezielles Salz, ja? Das weiß jetzt meine Biologin, also ich weiß es auch nicht. Aber es ist kein österreichisches... Oh ja, schon aus Österreich, ja. Aber welche Marke... Österreichisches Meersalz gibt es. Ja, das gibt große Salzhändler bei uns. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wo das genau herkommt, also müssen wir die Katharina fragen, ja, wo es ist. Und jetzt, Sie haben vorher erzählt, es gibt einen Webshop für den Vertrieb und dann eben mittlerweile Handelspartner. Gibt es da Überlegungen oder gibt es schon erste Gastronomiebetriebe, die sagen, sie würden gerne Algen auf der Speisekarte einsetzen? Naja, ich glaube, dass die schon, also wir haben schon Interesse, aber ich glaube, dass die Küche jetzt nicht vorwiegend unser Zielpublikum ist, weil es ist nicht klassisch zum Verkochen, sondern es ist klassisch eine Ergänzung der Nahrung. Und ich sage mal, in Form von, indem man, also mein Beispiel ist hier die Chips, ja. Wir können da reingehen, wo quasi noch leer ist. Also ich bin ja fasziniert von diesen Folien, wie die sozusagen das... Wie die Energie umwandeln, ja. Die Wärme halten hier erinnern, ja. Es wird auch im Sommer hier dann aufgemacht, ja, aber das die Sonne heizt es so schnell auf, ja, dass kann das einfach zu heiß werden. Ja, klar, ja. Aber wir haben vorher nicht fertig erzählt. Also da, wo wir vorher waren, ist, das war unser erster Prototyp der Produktion. Und ich habe vorher erwähnt, diese Becken werden jetzt nicht entleert, ja, sondern nur einfach umgepumpt. Ja. Die Alge bleibt hängen und die zu kleine Alge und die ganze grüne, schöne Flüssigkeit rinnt ja wieder zurück in den Becken, ist ein Kreislauf. Ja. Mhm. Es wird nur das ergänzt an Wasser, was verdunstet, was sehr wenig ist. Das heißt, es ist eigentlich kein Wasserverbrauch, sondern es ist einfach in Kreislauf führen. Ja. Ist der Sauerstoffgehalt ein Problem im Wasser?
Nein, aber welcher Medium und welche Bedingungen genau herrschen muss, das weiß ich nicht. Ja. Also da bin ich zu aber wenig es muss alles konstant gehalten werden, Sauerstoffgehalt. Nein. Das funktioniert alleine mit wann erntet man, welche Temperatur hat man, also mit diesen einfachen Mitteln, die man wissen muss. Ja. Also da wird jetzt keine Chemie insofern dazugegeben und sagen kann, jetzt brauchst du das, damit du gesund wirst oder so. Ja. Na, Chemie eh nicht, aber die Frage nach dem Sauerstoffgehalt ist ja trotzdem. Weil die Algen verbrauchen keinen Sauerstoff. Nein, CO2. Nur CO2. Ja. Genau. Und das beginnt man, also das bekommen sie, man sieht, dass die Becken flach sind. Ja. Und wenn es jetzt doch mischt wird, ja, durch das Rührwerk, nimmt die Alge hier schon den CO2 auf. Ja. Dadurch, dass sie Kontakt mit der Luft hat. Und CO2 ist bei uns in der Natur vorhanden. Natürlich gibt es auch Versuche, dass man künstlich CO2 hinzuführt, um Ozon zu steigern, was auch immer. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht, vielleicht noch nicht. Wir wissen nicht. Also momentan ist das quasi für uns ausreichend. Aber seit wie vielen Jahren erzeugen Sie jetzt und verarbeiten Sie schon Algen? 2015 haben wir mit der Forschung begonnen. Ja. 2018 haben wir das erste Produkt, das war das reine Nahrungsergänzungsmittel, also sprich zu 100% die Alge. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil die Tabletten, die man zu kaufen bekommt, die enthalten ja Presshilfstoffe und alles Mögliche und sind ja nicht 100% die Alge, 100% Spirulina. Und das bei uns schon, ja. Unsere Herausforderung ist einfach, den Leuten zu erklären, was der Unterschied ist. Ja, also viele fragen uns jetzt nach Tabletten, warum habt ihr keine Tabletten, die möchte ich schlucken, weil das schmeckt sonst so grauslich. Ja. Sag ich, das braucht es nicht. Ja. Kostet es einmal so pur. Wir können uns das dann anschauen, wie wir das weiterverarbeiten. Wir sind stehen geblieben bei der Paste, die wir ernten, und dann geht es ja noch weiter, bis man es wirklich konserviert hat. Und das passiert innerhalb von 2 Tagen. Und da haben wir die Alge, die hier noch geschwommen ist, hat man dann fertig schon quasi zum Konsumieren. Ja. Und das ist unser Ausgangsprodukt für weitere Produkte. Ist das auch interessant für Apotheken? Ja, wäre natürlich, aber es wäre dann für uns notwendig, dass jede Apotheke pilgern und sagen, schaut her, wir haben das und so weiter. Ja, das ist nicht jetzt unser Ansatz, sondern... Also Sie wollen direkt an den Konsumenten gehen? Also ja, also eigentlich am besten direkt zum Konsumenten, ja, aber natürlich jetzt eine Illusion, ja, weil... Nicht jeder Konsument will beim Produzenten einkaufen, sondern geht in sein Geschäft und will es dort kaufen. Ja, auf dem Weg sind wir gerade, dass wir in verschiedenen Geschäften präsent sind. Aber natürlich ist es so ein Henne-Ei-Problem, ja, weil der Shop-Betreiber hat noch gern Waren, die auch dementsprechende Drehung haben, die dementsprechend oft verkauft. Ja. Und so müssen wir dort sein mit Informationen und quasi Nachfrage auch generieren. Beziehungsweise den Leuten erzählen, warum ist Spirulina gesund, warum soll unser Produkt das? Ne? Wer kauft es jetzt schon? Wer sind die Menschen, die bei Ihnen im Shop selbst einkaufen? Wissen Sie das, also den Antrieb für die Nachfrage? Die kennen Algen aus anderen, Sie haben Tabletten genannt, aus einem anderen Kontext, oder die haben schon mal wo verkostet, in einem anderen Land vielleicht. Wo, warum kommen die zu Ihnen? Also sehr, sehr viele, weil sie Spirulina schon kennen und das in Tablettenform kaufen, aber aus Asien, und sie kennen das Problem, dass hier die Schwermetallproblematik, also Verunreinigungen ein Thema ist. Und sie haben nicht gewusst, dass es in Österreich das gibt. Und wenn sie wissen, dass es in Österreich das gibt, dann sind sie sofort unsere Kunden. Also jene, die Spirulina-Alge suchen. Ja. Und ein sehr, sehr großes Segment sind ernährungsbewusste Leute, die sagen, eigentlich, wenn ich so Chips am Abend esse, ja, das ist nicht, weiß jeder, das ist nicht wirklich gesund. Ja. Das macht irgendwie süchtig, also sicher nicht gesund. Und wir haben hier Alternative, wo wir die Funktionalität der Spirulina einbauen in ein neues Lebensmittel. Das sind bei uns die Cracker, die er dann knabbern kann, aber das ist dann schon mehr ein Nahrungsersatz oder Nahrungsergänzung, die man in die tägliche Ernährung einbaut. Mhm. Deswegen habe ich vorher erzählt, Küchen sind jetzt nicht unser Zielpublikum direkt, weil wie viel willst du jetzt mit Algen kochen? Ja? Das ist nicht wirklich ein Potenzial, sondern eher die sagen, wie bringe ich Gesundheit in meine tägliche Ernährung? Und das ist von jemandem, der sagt, gut, am Morgen bei uns, ich hätte gerne ein Müsli, ich habe ja noch kein Gescheites gehabt, ich möchte mal das probieren, weil weiß, Spirulina ist gesund. Was ist das Gesunde? Also Sie haben schon beschrieben, sozusagen, was die Alge ausmacht, aber was ist das Gute für meinen Körper, wenn ich jetzt Spirulina esse, nehme, trinke? Vorwiegend, also das kann man im Internet global ja nachschauen. Es gibt jetzt ja quasi nicht die Studien. Aber Sie wissen ja, was Sie erzeugen. Ja, also na schon. Wir wissen auch von unseren Kundinnen und Kunden, warum sie das nehmen. Warum sie bis jetzt schon Spirulina nehmen, und das ist, um ihr Immunsystem zu stärken, um Vitamine zuzuführen, um Eisen sehr eisenreich, magnesiumreich. So sagen zum Beispiel Sportler, Ausdauersportler, nach dem Sport brauchen sie das für ihre Regeneration. Mhm. Oder Leute, die sagen, jetzt habe ich gerade eine schwierige Phase in meinem Leben, ich fühle mich müde, ich möchte das nehmen. Und sie wissen, dass sie dieses Tief am Abend nicht haben. Oder möchten wir einfach gesund ernähren im Sinne von, ich möchte mein Müsli, wo ich glaube, das ist vielleicht nicht das Gesündeste, ersetzen durch eine gesunde Variante. Oder auch, wie ich vorher erwähnt habe, die Schokolade. Wir produzieren auch Schokolade. Jeder weiß, Schokolade ist nicht unbedingt jetzt... Sondern mehr beim Genussmittel. Genau. Ne? Aber eher so in dem Bereich, wo ich sage, wenn ich mir das gönne, dann gönne ich mir das, weil ich weiß,
Wir machen das gemeinsam mit Zotter zum Beispiel, ja, weil ich die Philosophie dahinter auch mag. Ja. Mir ist ja wichtig, nicht nur den billigsten Produzenten zu suchen, sondern auch einen Produzenten, der moralisch zu uns passt. Also nicht unbedingt auf der Suche, wo es weltweit mit unserer Spirulina ein neues Produkt, was billig ist, sondern was wertvoll ist. Ja. Und da gehört mehr dazu, wie nur die Ausgangsprodukte, sondern gehört auch die Produktionsart, wer arbeitet dort, wo bezieht er die Rohstoffe und so weiter. Wie ist es Geschäftskooperation damit? Und das sind auch Kriterien, die können wir nicht so wirklich jetzt so vermitteln in einem Wort, aber das ist uns sehr wichtig, dass wir rundum ein Gefühl haben, das passt für alle. Kann die Alge auch andere Lebensmittel ersetzen? Ich habe jetzt kurz an Fleisch oder so gedacht. Ja, ersetzen. Also natürlich, ich würde mal sagen, mein Credo ist nicht, wie ich vorher erwähnt habe, schwarz-weiß und so weiter, ja, sondern ergänzen. Ja. Also ich würde sagen, jeder findet für sich den Aspekt, warum er es zu sich nehmen will, zusätzlich. Ja. Ich würde sagen, das geht in Richtung Functional Food. Also man möchte gewisse Nährstoffe ergänzen. Das sind eine sehr große Gruppe für uns, sind Veganer zum Beispiel. Weil die vegane Ernährung weiß man, dass gewisse Nährstoffe, Spurenelemente fehlen. Deswegen suchen uns auch sehr viele auf, weil sie wissen, dass sie diese speziell in der Spirulina finden. Mhm. Und deswegen kaufen sie auch viele Nahrungsmittel, die mit Spirulina von uns angereichert sind, weil sie diese Nährstoffe dort finden und ergänzen ihre Ernährung. Ja. Mhm. Und das ist einfach sehr individuell, was einer meint, dass ihm fehlt. Ja, das ist jetzt kein Pulver, das ich nehme, wo ich mich dann wohlfühle, sondern es ist sehr individuell und auch von der Ernährung abhängig, vom Geschmack. Was möchte ich wodurch, wie oft ergänzen? Ja, man kann es nehmen in Form von Kuren. Ja, sehr beliebt ist zum Beispiel jetzt im Frühjahr Kuren, wo man sagt, ich möchte den Körper entgiften und so weiter. Ja, dann macht man mal einige Wochen eine Kur. Ich zum Beispiel nehme täglich einen Esslöffel von Spirulina schon lange. Andere sagen, mir genügt es, wenn ich die nicht so gesunden Chips ersetze durch unsere Cracker, weil dann sagt er, okay, schmeckt mir. Aber ich weiß, ob nachher mein Körper nicht geschädigt, sondern genützt. Ja. Und so ist auch unser Publikum von Eltern, die sagen, meine Kinder sollen was Gesundes naschen, bis zu Senioren, die sagen, jetzt möchte man bewusst diese Schokolade leisten, weil ich weiß, die schmeckt mir sehr gut und ich ist nicht unbedingt nur Zucker, ja, sondern ich kann mich wohlfühlen dabei. Ja. Jetzt haben sie uns neu gemacht und wir schauen uns jetzt mal die Produktion auch noch an. Und ich möchte es vor allem kosten. Genau, wie so eine Alge ausschaut und schmeckt. Das Interessante ist immer das Grüne. Und das war auch die Herausforderung, weil wir am Anfang nicht wussten, wird das Grün die Farbe ein Handicap sein bei uns. Ja? War es am Anfang auch. Ja? Weil Grün ist nicht immer mit Lebensmitteln assoziiert. Mhm. Speziell bei Bäckern sagen die Grün, das muss braun sein. Ja? Oder auch die Schokolade, wenn man da reinbeißt, sieht man, das ist eine ganz grüne, dunkelgrüne Füllung. Also das ist, aber jetzt ist es ein USP für uns, weil die wissen, Grün ist grundsätzlich ja schon die Farbe Grün assoziiert mit gesund, ja, und nachhaltig, aber im Lebensmittel eben nicht. Ja. Noch ungewohnt, ne? Ja. Genau, ungewohnt. Ja. Und es ist oft so, da ist eine Hürde da, ja, weil wir gesagt haben, uns kennt noch nicht jeder. Wir wollen daran arbeiten, dass uns jeder kennt, ja, weil wir, deswegen haben wir auch gern sehr viele Besucher hier, weil man hier im Dialog erzählen kann, was der Hintergrund ist. Ja, weil es nicht jetzt so logisch ist, was der Vorteil sein soll. Das muss man noch erklären als Lebensmittel. Ne? Das ist noch nicht so ja, etabliert. Ja, Spirulina muss man jetzt nicht so erklären, aber viele kennen Spirulina nicht. Ja? Also den Wert von Spirulina kennt man schon, aber das ist wieder eine kleine Gruppe, die das kennt. Ja? Und die Algen grundsätzlich, die jeder kennt, assoziiert man nicht mit Ernährung, weil der sagt, jeder, die habe ich im Bad und die mag ich nicht. Ja? Oder sie stören mich beim Schwimmen im Meer. Zum Beispiel, oder was, ja, nur, sagen wir wieder beim Thema, es gibt ja 100.000 verschiedene Algen und das ist nicht diese Alge, aber trotzdem ist es problematisch gleich, du musst es erklären. Also, ich habe vorher erzählt, wir... Vielleicht ganz kurz, wir stehen jetzt da vor der Produktionsraum. Vor der Produktionsraum, genau, wo man zum ersten Mal die Alge als Alge wahrnimmt. Das, was wir am Vormittag oder die Damen am Vormittag, die Mitarbeiterinnen ernten, wird am selben Tag hier noch auf so Stickenwagen auf so Gitter quasi aufgetragen, so feinen Bahnen. Und das kommt in den Trocknungsraum hier gleich im selben Gebäude. Und über Nacht wird das bei schonender Temperatur mit maximal 38 Grad getrocknet. Es ist dann quasi über Nacht, kommen die Damen in der Früh, dann fällt es schon runter, weil es ist schon ganz durchgetrocknet. Mhm. Ja. Und das ist schon das, was 100% die Alge ist und so kann man es auch schon essen. Mhm. Und wo passiert dann die Weiterverarbeitung in die Erzeugnisse, die Sie schon genannt haben, also Müsli, Schokolade, genau, Cracker. Das ist dann bei unserem Partner. Wir haben uns Partner gesucht, wo das heißt, wir... Sie liefern die Rohware. Genau, wir liefern die Rohware und wir haben auch einen Ernährungswissenschaftler bei uns im Team, das Doktor der Ernährungswissenschaft, und mit dem denken wir uns gemeinsam Rezepturen aus, die gut passen würde, zu konsumieren, wie die Schokolade oder wie unsere Cracker oder wie unser Müsli, und da suchen wir uns Partner in Österreich, die das Know-how haben, ja, wir sind ja keine Schokolade.